Und ich glaube, man braucht auch diese Rückschläge oder diese Fehlversuche oder so, um an dem zu wachsen und dann besser zu werden, als wie man praktisch den Fehler begangen hat. Und da hast du völlig recht, die schlechten Zeiten, ja, die Zeiten von Kontrast, die müssen da sein, weil sonst würdest du ja nicht erkennen, wo du eigentlich hin willst und was gut für dich ist. Ne? Also brauchst du die ollen Zeiten, diesen Kontrast, das, was dir nicht gefällt, brauchst du genauso wie das, was dir gefällt. Einfach um klar zu werden, was will ich? Mensch, der Kram hier, der gefällt mir nicht. Also so wie das Leben sich jetzt entwickelt hat, das gefällt mir nicht. Jetzt muss ich wieder einen anderen Weg gehen. Das eine ist genauso wichtig wie das andere. Ne? Die negativen Menschen in deinem Umfeld sind genauso wichtig, um dir den Wunsch in dir entstehen zu lassen, dass das negative Umfeld sich verändert und dass du das dann selbstbestimmt veränderst. Ne? Und so hat alles sein Gutes. Ja? Auch das, was nicht gut erscheint, hat sein Gutes. Ja? Sonst würde es das Gute, was dann folgt, nicht geben. Die Probleme, die uns als schlimmste Probleme erscheinen, in dem Moment, wo die da sind, die sind oftmals der größte Segen, den wir dann im Rückblick kriegen konnten, weil entweder ist eine Beziehung auseinandergegangen, jemand ist aus dem Leben getreten und irgendwann danach hat sich die Lücke gefüllt, jemand anders ist dafür gekommen und das war dann oft das Beste, was passieren konnte. Vielleicht hast du deinen Job verloren und du hast so gelitten, hast dich ein halbes Jahr lang geärgert und hättest du mal locker gelassen, dann wäre dir vielleicht viel eher klar geworden, dass das eine tolle Chance war für was Neues, was zehnmal besser ist als das Alte. Die Probleme, die erscheinen uns oft als Probleme und in den allermeisten Fällen, ich würde sagen immer, sind die Geschenke. Und dass die Geschenke sind, sehen wir immer erst im Rückblick. Ja, weil in dem Moment, wo wir im Problem feststecken und uns schlecht fühlen, haben wir gar keinen Blick für das Geschenk, was da drin steht. Da sind wir mit dem Fokus auf das Problem ja im Problem gefangen. Ja? Und wenn wir dann locker lassen und das Problem als eine Situation sehen, völlig emotionslos und uns fragen, Mensch, hier ist das Problem, das ist eine Situation, okay, wie könnte die Situation aussehen? Und in dem Moment, dann führt das Problem schon wieder zu einer neuen Lösung, zu einer neuen Klarheit, zu neuen Lebensumständen. Und deshalb ist alles im Leben richtig, wie es ist. Und wir können mit unserem Fokus die Dauer von Problemen stark verkürzen oder dem Problem das Problematische nehmen, indem wir uns einfach umfokussieren. Bei bewussten Menschen, da gibt's gar keine richtigen Probleme mehr. Die Probleme sind nur noch Situationen, die gelöst werden müssen durch den Fokus auf das, was du willst, anstelle des Problems. Ja? Und somit haben die Probleme gar keine problematische Wirkung oder die sind nicht problematisch. Die sind Teil des Lebens. Und wenn du die bewusst als Situation betrachtest und dich fragst, Mensch, wie könnte es denn werden, anstelle dem, was da jetzt gerade die Situation ist, dann kommst du da ganz schnell raus und dann gibt es keine Probleme mehr. Ja? Die haben dann sämtlichen Schrecken verloren. Weil man kann ja schon sofort nach dem Geschenk in jedem Problem suchen. Ne? Das ist nur eine Frage des Fokussierens. Es ist so verrückt, was wir mit unserem Gedanken alles anrichten können, nicht nur bei uns, auch mit anderen Menschen. Ne? So wie wir das im Positiven machen und die Menschen positiv beeinflussen, genauso könnte man das auch in die andere Richtung machen. Und genauso machen das so viele Menschen unbewusst genau in die andere Richtung. Und weil das so viele Menschen unbewusst tun, deshalb sieht unsere Gesellschaft so aus, wie sie gerade aussieht. So widerspiegelt die Gesellschaft die vorwiegenden Mindsets der Individuen der Gesellschaft. So wie deine vorwiegenden Gedanken deine Lebensumstände widerspiegeln. So widerspiegeln die vorwiegenden Gedanken aller Individuen, zum Beispiel in Deutschland, das Massenbewusstsein in Deutschland und bestimmt genau den Weg.
und du bestimmst mit deinen vorwiegenden Gedanken deinen Weg. Das ist schon verrückt, so wie im Kleinen, so ist es immer auch im Großen.